Hallo und willkommen zum zweiten von drei Videos meiner jüngsten Project Cars 2 Preview-Reihe. Wir starten heute bewusst mal im Menü in der Fahrzeugauswahl, Streckenauswahl, Streckeneinstellung, Gegnereinstellung, denn es geht heute um die wesentlichen Unterschiede, die elementaren Verbesserungen zum Vorgänger zu Project Cars 1. Und da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge, die mir so ins Auge gestochen ist, während ich in Frankfurt bei Namco Bandai hier Project Cars 2 ausprobiert habe. Ja, Menüs, Punkt 1, ne? Übersichtlichkeit, Anordnung der einzelnen Menüpunkte. Das Ganze wurde nochmal wesentlich gestrafft, ohne dabei an Komplexität zu verlieren. Also gerade bei Event-Einstellungen, bei dem Regel-Presets für einzelne Rennserien, da gibt es auf jeden Fall immer noch genauso viel, wenn nicht sogar mehr. Aber das Ganze ist einfach nochmal besser verpackt und einfach übersichtlicher gemacht, wie ich finde, wie wir hier gerade sehen. Ja, Number of Laps sehen wir schon. Da können wir bis zu 999 Runden fahren. Das ist natürlich eine ganze Menge. Oder auch einfach eine Session Time einstellen. Da sehen wir die Weather Selection. Unfassbar viele Wettereinstellungen. Bis hin zum Blizzard, zum Thunderstorm. Also Sachen, die man tatsächlich wahrscheinlich nachher gar nicht wirklich braucht. Was ich gut finde, auch nebenbei bemerkt, was auch in der letzten Folge gefragt wurde. Ja, wir können All Tracks, All Cars fahren. Kombination für heute. Einmal Regen, Oschersleben, die volle Strecke mit dem Cayman GT4 Club. Und auch eine Sache, die gestern angesprochen wurde in den Kommentaren bei der Corvette. Dass einige meinten, ich habe doch den Sound so gelobt, dass der Sound bei der Corvette jetzt gar nicht so toll war. Muss ich ehrlich gesagt zustimmen. Die Corvette war jetzt nicht so der Oberbrüller. Aber hier alleine der GT4. Da können wir mal kurz lauschen. Eieiei, jo. Also der, finde ich auf jeden Fall, klingt schon sehr, sehr klasse. Wir könnten hier auch jetzt einfach ein GT4-Rennen fahren mit den anderen GT4-Autos oder das Ganze eben als Cup ein bisschen betrachten, was ich jetzt mal gemacht habe. Wir haben ja gesehen, hier gibt es auch zahlreiche Auswahlmöglichkeiten wieder von Lackierungen für den GT4 Cayman. Entsprechend kann man hier locker auch mal einen Cup fahren, sodass es immer auf der Strecke noch authentisch aussieht. Unterschiede zu Project Cars 1. Weiterhin Umfang der Strecken. Wir haben mittlerweile hier 60 Schauplätze, 130 Layouts und auch bei den Autos geht es so weiter. Wie gesagt, All Tracks, All Cars, wir können auch alles eben fahren auf allen Strecken. Wir haben jetzt den Rallycross mit drin, das ist neu im Vergleich zu Project Cars 1 mit der WRX-Klasse und den RX Lights. Die WRX-Fahrzeuge fahren sich ultra schwer, da bin ich selber gar nicht reingekommen. Ist ja im Prinzip der ähnliche Modus oder die gleichen Fahrzeuge von der, wie sie angelegt sind, so wie in Dirt 4 bei den World Rallycross Autos. RX Lights schon ein bisschen einfacher, sehr, sehr spaßig zu fahren. Wir haben mehr Rallycross-Strecken als bei Dirt 4. Wir haben in Project Cars 2 also auf 180 Autos verteilt, 29 Motorsportserien untergliedert in 9 Hauptdisziplinen. Auf die komme ich dann nochmal ein bisschen zu sprechen in dem Karrieremodus-Video morgen. Diese einzelnen Renndisziplinen lassen sich natürlich auch in Einzelrennen über das Regelpreset abbilden. Qualifying-Regelungen, Rennwochenendregelungen, Flaggenregelungen teilweise auch. Und eben im Rallycross ist natürlich ein anderer Qualifying-Modus zu fahren, als es jetzt bei der Formelklasse der Fall ist. Dieser Rallycross-Qualifying-Modus zum Beispiel, den gibt es aber nur in der Karriere. Den kann man im Einzelrennen nicht machen, da kann man halt nur Semifinals, Finals fahren. Eben mal ein schnelles Rennen zwischendurch. Du kannst kein komplettes Rallycross-Rennwochenende fahren, so wie ich es verstanden habe. Dann haben wir Multiclass-Rennen. Im Project Cars 1 konnten wir ja auch schon mit vielen Klassen auf einer Strecke fahren. Im Multiplayer konnte man das sicherlich auch realisieren, wenn man sich abgesprochen hat. Aber gegen die KI in dem Sinne jetzt mal nicht. Jetzt kann man tatsächlich 4 Klassen einstellen und du kannst auch jede Klasse fahren. Du kannst mit Rallycross-Autos zum Beispiel auch gegen Formula X oder Formula A-Autos fahren. Das funktioniert also. Das ist schon mal ganz schön. Macht natürlich absolut Sinn, Le Mans-Prototypen gegen GTE-Fahrzeuge antreten zu lassen und so weiter. Macht auch auf jeden Fall Spaß. Hat auch, wo ich es ausprobiert habe, ganz gut funktioniert. Habe jetzt nicht dran gedacht, da nochmal was extra von aufzunehmen. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Eigentlich wäre ganz witzig gewesen. Egal, der Online-Modus, da haben mich auch in dem Video gestern welche gefragt, komme ich auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Ansonsten nochmal ein Hinweis an die Leute, die im WMD-Forum unterwegs sind, die also Project Cars 2 auch gebackt haben, die mich mal wieder gefragt haben, hast du eigentlich das Video freigeben lassen im Forum? Da nochmal der Hinweis, das war ein Event vom Publisher Bandai Namco und wir dürfen auch diese Videos hochladen, ohne vorher im Forum um Erlaubnis zu fragen. Das Ganze ist also hier natürlich alles abgesegnet und auch so okay. Deswegen, falls ihr da irgendwelche Diskussionen mitbekommt, auch in dem WMD-Forum, wo Leute sich aufregen, die kommen hier nämlich rüber auf das Video, geben Dislikes, schreiben böse Kommentare, ohne dass ich hier was falsch gemacht habe. Das muss ja eigentlich gar nicht sein. Deswegen, wenn ihr da sowas mitbekommt, dann danke, wenn ihr da vielleicht mal für Aufklärung sorgt. Online-Modus, ja.
da wurde natürlich nachgefragt. Im Online-Modus gibt es jetzt so ein sogenanntes Karma-System, ein Rangsystem, ein Matchmaking in dem Sinne, dass Leute, die eben crashen, also alles, was du im Project Cars 2 online machst, auf der Strecke wird getrackt. Wenn du Leute crasht, wenn du unsauber fährst, wenn du oft neben der Strecke bist, dann analysiert Project Cars 2 das und bewertet dich entsprechend. Das bedeutet, du wirst dann nach ein paar Einstufungsrennen sozusagen, wirst du auch einen gewissen Rang ich weiß nicht, ob das so ein Rangsystem wird, wie in Multiplayer-Spielen üblich, oder wie in League of Legends oder Counter-Strike Go und so weiter. Das weiß ich noch nicht so genau. Quasi mit Platin, Gold, Silber, sowas. Da bin ich noch nicht sicher, wie es genau aussieht, wie das mit dem Rangsystem generell gerankt wird. Aber es gibt sowas auf jeden Fall schon mal, das kann ich schon mal sagen. Da wird man dann sehen, sobald der Online-Modus dann auch online geht, wie gut das funktioniert. Bin ich sehr gespannt drauf und ich bin auch motiviert, dadurch auch noch nicht ein bisschen reinzuarbeiten und da auch online ein bisschen zu fahren. Ansonsten gibt es natürlich viele kleinteilige Sachen, die bei Project Cars 2 noch in Angriff genommen wurden und verbessert wurden, wie zum Beispiel der Fotomodus. Was wir natürlich wesentlich haben, sind die Seasons, dass du Sommer, Winter, Herbst und Frühling auf den Strecken auswählen kannst, dass das Einfluss hat auf das Grip-Niveau. Da wir hier noch ein Regenrennen haben, auch noch vielleicht ein, zwei Worte zum Handling im Nassen. Richtig, richtig anspruchsvoll. Also du merkst wirklich, wie das Auto schmiert. Er gibt ein sehr, sehr gutes Gefühl. Die Strecken sind tatsächlich auch so angelegt, dass sich dort im Laufe der Zeit auch Wasser sammelt an Stellen, wo es sich auch natürlicherweise sammeln würde. Und das nicht so statisch wie beim Forza Motorsport 6 Regen, sondern tatsächlich dynamisch. Und das funktioniert wirklich. Ich war ja noch beim letzten Mal vor ein paar Wochen skeptisch, ob das wirklich so läuft, wie das dort angekündigt wurde. Aber tatsächlich macht das mit dem Regen hier, ist eigentlich herausragend, muss man wirklich so sagen. Und generell ist die Track Progression, also die Veränderung der Strecke, auch über Rennwochenenden gegeben, dass du in einem freien Training noch weniger Grip hast, als dann zum Beispiel nach dem Qualifying dann im Rennen. Auch wenn es zwischendurch an einem Rennwochenende in der Karriere regnet, ist sozusagen die Strecke wieder jungfräulich. Also das hat alles einen Einfluss und du merkst es auch wirklich beim Fahren. Also wir haben ja nochmal über das Thema Force Feedback auch gestern gesprochen. Da klang ja auch bei mir schon durch, dass ich da noch nicht so ganz hundertprozentig zufrieden war. Also im Vergleich zu einem Raceroom oder so einem Assetto Corsa fehlen mir noch so ein paar Force-Feedback-Effekte, speziell auf Curbs oder wenn die Reifen ein bisschen anfangen zu radieren. Aber wie sich das Fahrzeug an sich bewegt und wie die Rückmeldung vom Auto an sich kommt, ist schon sehr gut. Das ist schwer zu erklären, aber kam auch nochmal ein sehr, sehr langer Kommentar von jemandem, der meinte, was ist denn nun eigentlich bockschwere Simulation oder was ist realistisch? Wer kann das überhaupt beurteilen? Und da kann ich mir eigentlich nur zustimmen. Der Ansatz, dass ein Auto schon bei geringstem Gripverlust sich sofort wegdreht, das muss eigentlich nicht sein. Die Philosophie der Project Cars 2 Entwickler, dass man eben über lange Zeit, wenn man wirklich an der Weltspitze mitfahren muss, dass man dann viel Arbeit reinstecken muss und dass man erstmal das Auto gut auf der Strecke bewegen kann, das, was ich hier gestern alles schon gesagt habe, das finde ich eigentlich genau richtig so. Ich blende euch den Kommentar hier nochmal ein, könnt ihr ja selber nochmal auch in den Kommentaren mitdiskutieren. Stellt gerne noch Fragen auch, die greife ich dann auf jeden Fall auch nochmal auf. Vielleicht mache ich zu allen drei Videos nochmal so ein FAQ, wo ich eure Fragen dann nochmal drauf eingehe, die ihr zu Project Cars 2 habt, die ich dann vielleicht noch beantworten kann. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Morgen, wie gesagt, nochmal ein paar Worte zum Karrieremodus, zum Aufbau, zu den ganzen Fahrzeugklassen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Ich lasse euch mit den Bildern noch ein bisschen alleine.